In der Eishockeyszene ist Patrick Kirchler aus Bruneck unter seinem Übernamen Bazza bekannt. Bazzo heißt auf Italienisch verrückt und Nomen est Omen, Bazza ist auch verrückt, Eishockey verrückt. Bei ihm dreht sich seit seinem 5. Lebensjahr alles um das schnelle Spiel auf dem Eis und um seinen Lieblingsverein, den HC Pustertal. Patrick arbeitet, sammelt, schreibt, leidet und lebt in der Eishalle von Bruneck. Das ist seine Welt. Die Eishalle, der Buck, die Eishockeyspieler und sein Verein, der HC Pustertal. Hier ist er groß geworden, hat seine Mannschaft feiern und leiden sehen, ist sein Arbeitsplatz. In seinem Kopf dreht sich 24 Stunden alles um Eishockey. Ja, Eishockey ist ein Stück Lebenselixier für mich. Es dreht sich eigentlich 24 Stunden alles um Eishockey bei mir. Sei es beim Beruf, sei es beim Hobby, sei es beim selber Sport ausüben. Also im Grunde ein Fulltime. Hobby. Schnell und hart ist der Sport, das gefällt Patrick. Vor 15 Jahren hat er den Fanclub des HC Pustertal gegründet. Heute ist er Pressesprecher des Vereins, verkündet die guten und schlechten Neuigkeiten. Ob im Vereinsbüro oder in der Vereinsbar, einen so engagierten Eishockey-Verrückten wie Bazza wünscht sich jeder Vereinspräsident. Patrick Kirchler ist sicher der Fan, die Person, was mit der Mannschaft mitlebt, was die Höhen und die Tiefen vom Verein alle mitgemacht hat. Es ist klar, mit Patrick Kirchler ist auch ein Stück Hockeygeschichte in Bruneck und nicht nur in Bruneck, weil der Patrick überall auf der Welt sich die Spiele anschaut, die ganzen Weltmeisterschaften und so weiter und so fort. Als wandelndes Eishockey-Lexikon wurde Patrick schon bezeichnet. Kein Wunder, hatte doch schon 11 Weltmeisterschaften, 2000 Ligaspiele, eine Olympiade, 200 Spiele europaweit erlebt. Da lag es auf der Hand, dass er die Jubiläumschronik für den HC Pustertal geschrieben hat. Der Eishockey-Weltenbummler leidet und freut sich mit der Mannschaft, die derzeit in der Tabelle im Mittelfeld kämpft. Oftmals ist es wirklich nicht leicht, Eishockey-Fan im Pustertal zu sein, aber vielleicht ist es halt genau der springende Punkt für die Euphorie und für die Leidensfähigkeit und für die Begeisterung, was man noch hat, wenn man nachher wieder mal außergewöhnliche Erfolge feiert, wie zum Beispiel letzte Woche gegen Bozen, 10-4. Nachher war das natürlich ein spezieller Abend und wenn man nicht so erfolgsverwöhnt ist, nachher weiß man das natürlich umso mehr zu schätzen. Dann zeigt uns Patrick seinen größten Schatz. Im Lager der Bar, die er seit Jahren führt, stapeln sich 276 sogenannte Game War Shorts, Trikots, die die berühmten Eishockeyspieler der Welt getragen haben. Shirts, die für Sammler bis zu 700 Euro wert sind, italienweit die wohl größte Sammlung, vermutet Patrick. Ja, das ist ein Trikot von Jaromir Jagr und der Sell ist allgemein berüchtigt in der Eishockey-Welt, dass er nicht gern Unterschriften gibt und dass er seine Trikots ganz ungern hergibt. So gesehen ist das in Schweden eroberte Trikot durch ein bisschen Schmiergeld für einen Betreuer von den Tschechen sicherlich ganz eine besondere Story und ganz eine besondere Geschichte, ja. Heuer will sich Bazza noch einen großen Traum erfüllen und ein NHL-Spiel in Kanada erleben. Patricks Eishockey-Welt dreht sich also munter weiter. Und von der Eishockey-Welt nun in die Musikwelt. Wenn einer von Tuten und Blasen eine Ahnung hat, dann Peter Oberer.